Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Last of Us 2 Let's Play. Ja, Freunde, wir haben in der letzten Folge in unserer wunderschönen romantischen Atmosphäre zusammen mit unserem Freund Owen gechillt im Aquarium, wo wir auch in der vorletzten Folge beim 2-Stunden-Special mit Ellie gemeinsam angekommen sind. Und ja, einige haben mir geschrieben, dass ich den Ton über Kopfhörer machen soll. Also hier auf Stereo-Kopfhörer, weil manchmal habt ihr gesagt, hört ihr nicht, wenn die reden, weil wegen dem Fernseher und sowas. Keine Ahnung, ich habe das auf jeden Fall jetzt umgestellt. Und einige haben auch geschrieben, dass es gerade ein bisschen nervt, dass man jetzt nur noch Abby zockt. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, aber ich lasse es einfach auf mich zukommen, Freunde. Schlimmste wäre natürlich jetzt, wenn man wirklich, das Spiel hat ja 25 Stunden Spielzeit. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei 16 Stunden. Und wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 7 Stunden noch Abby zocken würden oder sowas. Aber das wäre, also ich habe ehrlich gesagt nicht so Bock. Klar habe ich Bock, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde jetzt viel lieber mit Ellie zocken. Aber vielleicht ist das Spiel ja auch so, dass genau an der Stelle, wo wir aufgehört haben beim 2-Stunden-Special mit Ellie und Abby, dass da das Finale sein wird. Und wir jetzt quasi, wir sind jetzt den Weg von Ellie gekommen und jetzt kommen wir mit dem Weg von Abby dahin und treffen uns dann in der Mitte wieder, wo dann das Finale sein wird. So habe ich die Vermutung, deshalb denke ich, wird noch eine längere Zeit hier Abby gespielt werden. Aber ja, kann auch sein, dass das jetzt alles hier mega abgehen wird. Ich kann die Frau halt einfach nur nicht leiden. Ich habe Bock auf das Spiel, bitte versteht mich nicht falsch, aber diese Frau, auf die habe ich keinen Bock. Ich würde jetzt viel lieber mit Ellie zocken. Aber ja, wir schauen noch, was passieren wird. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Es hat genau aufgehört, als wir vom Aquarium weggegangen sind. Und ich glaube, jetzt ist wieder hier Seattle. Und wir starten rein, Freunde. Let's go. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Ah, okay, es hat ja da aufgehört, dass sie da hingeschaut hat und dann hat sie sich zurückerinnert. Nein, wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Das ist schon krass, ne? Die hatten früher was miteinander. Bestimmt steht die immer noch auf Owen. Aber Owen ist ja mit dieser Mel zusammen oder bekommt mit ihr ein Kind. Und deshalb ist das, glaube ich, für sie so schmerzhaft. Ich weiß aber nicht, was da vorgefallen ist, dass die sich getrennt haben. Das würde ich auch mal gerne wissen. Und genau deswegen ist er bei diesem Riesenrad, weil die damals vielleicht, oder vielleicht wartete er nur auf sie oder auf Abby. Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie zum Riesenrad gehen und Abby dann ihn tötet oder sowas. Ich weiß es nicht. Kann alles noch passieren, bin ich ganz ehrlich zu euch, Freunde. Deshalb lassen wir uns einfach überraschen und spielen einfach mal. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Lenny, bitte. Na gut. Wie du willst. Dicke PS3 hier. Ein paar Mal geschrieben, letzte Mal Sullys Stimme fünfmal dabei. Das ist doch ein Zeichen auf Uncharted 5. Schön wär's, Alter. Ja, ist natürlich auch interessant, so ein bisschen die andere Perspektive zu sehen, aber diese Frau juckt mich einfach nicht, bin ich ganz ehrlich. So, ich bin gespannt. Guck mal, das ist halt krass, weil jetzt ist die Spannung aufs Finale umso größer. Also ich fand, die Folgen waren jetzt okay mit Abby, ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wie ihr es so findet. Ihr habt doch gesagt, ey Leute, ich habe jetzt genug Bizeps gesehen. So, und es wird wahrscheinlich noch was länger gehen, weil wir können ja auch mit ihr looten und sowas, und das wird ja nicht umsonst sein. Hey. Danke. Hierfür? Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Ha, komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Und deshalb bringe ich dich jetzt um! Stell mal vor. Nein, die wird ihn schon nicht umbringen, aber ich kann diese Abby nicht einschätzen. Sie ist einfach eiskalt. Also wir haben hier aufgehört, der Boss, also der Isaac, will ja unbedingt, dass Abby dabei ist und sie schleicht sich jetzt einfach raus, weil sie zu Owen will. Und mal gucken, was da abgehen wird. Vielleicht reden die dann noch und sagen, ja, damals hier, damals da, Ananas. Okay, wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst, pass gut auf dich auf. Okay, die sind doch Freunde. Alles klar. Und jetzt sind wir wieder auf uns alleine gestellt. Okay, Richtung Sonnenuntergang. Ist er wieder weg?
Ja, guck mal, der haut gerade ab. Der ist wieder weg. Hör mal die Musik. Was macht die bitte für eine Atmosphäre gerade? Will ich direkt mitnehmen, Alter. Ist doch safe, was wert die Scheiße da oben. Ach, super. Wird noch geballert. Vielleicht sind das nur Silvesterraketen. Lustig. Sorry, Leute, ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Was stinkt hier so? Ich habe keinen Bock mehr, diese Abby zu zocken, Alter. Die geht mir so auf den Sack. Die soll ruhig sterben, Alter. Ist mir scheißegal. Die soll einfach sterben. Die Art und Weise, was die Joel angetan hat, das ist schon hart. Der Vater musste ja auch nicht leiden. Der hat direkt einfach einen Schuss bekommen und war tot. Und sie hat ihn einfach so leiden lassen, den Joel. Mann, ich will endlich zum Finale kommen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir zocken bestimmt safe noch 3-4 Stunden. Aber deshalb, Freunde, seid trotzdem dabei. Seid trotzdem dabei. Ärgert euch nicht, auch wenn wir jetzt hier gerade Abby zocken. Lasst uns das einfach trotzdem genießen. Es ist immer noch Last of Us. Es ist halt eine andere Person, die wir spielen. Ne? Aber es ist trotzdem Last of Us. Das Spiel, was wir alle so lieben. Und deshalb. Scheiß drauf. Ich bin mehr von dem Gift im Kreislauf. Wir müssen safe hier hoch, oder? Die Frage ist, wo geht's denn jetzt hier weiter, Alter? Ich kann mir vorstellen, dass wir da irgendwie hoch müssen. Müssen vielleicht irgendwas dahin schieben. Schieben. Das wird jetzt leider auch nicht viel bringen. Nope. Hier ist leider gar nichts, was wir anfangen können. Ach, da, ich hab's gefunden, okay. Das habe ich nicht gesehen. Ich muss jetzt nämlich hier das Fenster hoch. Da, das habe ich gerade nicht gesehen. Nee, ist das so dunkel, Alter, Mann. Oh, cool. North Dakota. Ist ja North Dakota. Ah, die sammelt die Münzen, Alter. Habe ich früher auch diese 1 Euro, 2 Euro Münzen aus Griechenland, aus Dingen. Ihr kennt ja diese Euro Münzen. Und lieber nochmal, stellen wir uns noch wieder ein paar Sachen her, würde ich sagen. Zack. Ach, passt schon. Das ist mal so lustig, ne? Die zündet das an. Guck mal jetzt, diese Rohrbombe. Die ist gezündet. Als ob die Schnur jetzt endlos dingens würde. Ey, ich hoffe, die explodiert jetzt in meiner Hand einfach. Und dann steckt die einfach wieder weg. Ach, geil. Und jetzt auf einmal. Guck jetzt. Ja, ich hab's gewusst. Bitte fress sie auf. Fress sie auf. Ja, ja, Alter, hast du verdient. Und jetzt geht's weiter mit Ellie. Endlich, Alter, so muss es doch sein. Schön wär's, Alter, ich würde dir das so schön leiden lassen. Oh mein Gott. Fress sie auf, bitte, bitte. Nein! Nein! Das fängt ja gut an. Hat sie sich eigentlich verdient, oder? Und jetzt der zweite direkt. Alle denken so, ah, es ist hinter uns, auf einmal jetzt nochmal. Stell dir mal vor, ich will mich totlachen. Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Sie ist so bläulich. Heute bin ich gut drauf, Leute. Gestern haben wir ein bisschen Rilli gemacht. Freitagabend genossen. Ich habe natürlich auch gestern noch gestreamt. Auf viel FIFA. Auf Twitch kommt auf jeden Fall auch noch wieder ein Stream. Aber am Sonntag erst, Freunde. Also morgen quasi. Heute gibt es keinen Stream. Morgen aber. Ich habe euch ja schon mal gesagt. Klar, ich würde am liebsten jeden Tag streamen, aber ich brauche auch mal ein bisschen Auszeit von allem. Versteht ihr? Weil ich habe gemerkt, Leute, ich habe wirklich 7 Tage die Woche gestreamt und dann Videos dazu gemacht, jeden Tag. Das ist schon, geht auf jeden Fall schon auf die Psyche. Und deshalb, klar bin ich froh, dass ich das machen kann, dass ich davon leben kann und sowas. Aber jeder Mensch braucht seine Pausen, ne? Zum Beispiel ich, wie heißt das?
Ich will auch mal gerne am Wochenende was unternehmen mit meinen Freunden und so ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Und die meisten von euch können mich da auch verstehen. Das haben die auch gesagt. Ja, direkt in einen Abgrund. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Sie führe dich! Wer ist diese Frau? Warum sind die so abhängig von der? Ich verstehe das nicht. Am Ende beten die alle Ellie an, Alter. Stell mal vor. Was suchen wir jetzt? Ruhig bleiben, das ist das Wichtigste. Immer schön ruhig. Oh mein Gott, Klicker. Ah, geil. Oh mein Gott. Sanjiro mal da, Jude. Uro mal da, Jude. Sanjiro mal. War's das? Ja, das war's. Das sieht hier voll aus wie diese eine Stelle, wo wir dieses Flashbacks hatten mit Joel. Wisst ihr noch? Wo wir... diesen einen, das ist eine Riesenvieh getötet haben, ey. Genau so sieht es hier ein bisschen aus. Okay. Also Freunde, wenn ich mal mit ihr was übersehe, nimmt's mir nicht übel. Schreibt einfach gut gemacht, denn nee, dass du das übersehen hast. So stirbt sie schneller. Versteht ihr? Guck, ich hab das jetzt auch übersehen. Nein, komm, wir nehmen. Weil ich werde mit ihr definitiv nicht jede einzelne Ecke absuchen, weil mit ihr habe ich nicht so eine Beziehung wie mit Ellie. Wenn ihr versteht, was ich meine. Leben gefunden. Scheiße, warum ist das kein Gift? Mehr, ey, der ganze Chat, auch unter den Videos, die Kommentare, alle haben Hass auf sie. Dass wir jetzt einfach die spielen müssen, die Joel getötet hat. Das Spiel hat uns einfach hops genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel hat uns alle hops genommen. Aber ja. Wir wollen natürlich wissen, was passiert und dementsprechend müssen wir natürlich auch hier weiterzocken. Und am Ende suche ich jetzt hier doch wieder alles ab. Ihr kennt mich doch. Der Rille Peter ist immer am Suchen. Ich komm wieder. Okay. Also gut gelaunt oder was? Leute, ey, nehmt mal den Like-Button auseinander. Teilt Last of Us mit euren Freunden weiter. Sagt, guckt euch das beim Rille-Peter an. Der fühlt den Shit, der weiß, wie das läuft. Und dann ist alles gut. Immer auch lustig und schön die Kommentare, wenn sie schreiben. Ey, du hast viel mehr Aufmerksamkeit verdient und so. Ja, Leute. Das Zeitalter des Let's Plays ist leider nicht mehr so wie damals. Heutzutage gibt es nur noch Fortnite und. War nicht hier gerade irgendwo ein Auto? Brumm, brumm, Kawasaki, brumm, brumm. Ah, viele Wege gibt es denn wieder hier, Alter. Aber gerade macht es auch Bock mit ihr, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht trotzdem Bock, dass wir jetzt hier mit ihr zocken. Alleine. Ist was anderes. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Digga, was ist das da für ein Gerät, Alter? Liegt ja gar nichts. Also der Weg ist auf jeden Fall falsch. Wir müssen einen anderen Weg finden. So, let's go. Es ist Zeit, diesen Weg zu gehen. Hör mal, ich will da rein, Uwe. Da gibt's doch bestimmt ein paar Süßigkeiten. Guck mal, eigentlich hätte ich an dem Laden vorbeigehen müssen. Nein, komm, ich loote auch mit ihr. Wir müssen ja auch weiterkommen. Das bringt ja nichts, wenn sie stirbt. Oh, das ist wieder ein Safe, okay? Das heißt, es muss irgendwo ein Brief wieder sein. Wo der Code für den Safe steht. Machen wir hier kurz die Axt. Ah, zwei geht nicht. Ein bisschen Schalldämpfer. Schalldämpfer, Maldämpfer. Mal Arm wieder voll. Ja, die Frage ist, ne, was ist der Code? Ich glaube, wir werden das bestimmt in einem Lokal links oder rechts nebenan finden. Was? Ist das noch ein Kuchen? Hä? Das ist ein Metallkuchen. Oder ist da einfach nur Deko? Guck mal, wie die zuschlägt, Digga. Also von der will ich keine Faust kassieren. Ohne Witz, auf der Straße würde ich der über den Weg gehen. Würde ich sagen, nee. Tut mir leid, ich habe nichts gemacht. Bitte verprügel mich nicht.
So wird später auch diese Ashley von Frankfurt Hauptwache aussehen. Da muss man aufpassen, ne? Irgendwann trainiert die und dann ist vorbei. Mal hier. Ist hier irgendwo ein Schloss? Ach, Schloss. Ein Brief? Also hier habe ich keinen Brief jetzt sehen können. Es sei denn, er ist mir irgendwo... Vielleicht können wir auch diese Schließfächer hier öffnen. Ja, liegt hier irgendwas drin? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der Code. Assanji Ramadai, Uramadai, Kazanadai. Jasmin Bakari. Ah, Tommy. Ach, Tommy. Der Owen muss ihr ja schon was bedeuten, weil sonst wird sie niemals für den jetzt hier alleine diesen ganzen Weg hier gehen, ne? Ist einfach so. She wanna fight with a who. Safe ist hier der... Guck jetzt. Boah, ich komme mir gerade vor bei diesem Haus irgendwie... Seht ihr... Es erinnert mich irgendwie an diese Massagesalons mit Happy End. Kennt ihr das? Einmal Massage, 15 Euro und danach kannst du Happy End einfach auf Tisch legen und dann machen wir. Verdammter Mist. Halt mir einfach von weg. Haha, ihr kriegt mich nicht. Ich hol jetzt einfach alle von hier. Warte. Guck mal, ich duck mich richtig mit. Ist da noch einer? Ein. Na dann. Zwei weniger. Na dann. Guck mal hier, diese illegalen Glücksspiele hier, oder was? Hier wurde da oben, hier ging die Post ab beim Massagesalon Himmel auf Erden. Kennt ihr noch Massagesalon Himmel auf Erden von Rush Hour mit Jackie Chan und Chris Tucker? Das war mega nice. Safe habe ich irgendwo schon den Code übersehen für diesen Tresor. Aber ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich gucke hier, ich sehe gar nichts. Ich gucke, Auto so machen, umfahren. Das ist die Frage. Springen wir rüber oder gehen wir runter? Und sind dann von da gekommen. Dann ging es ja, glaube ich... Da waren wir ja noch gar nicht gewesen davor, ne? Deshalb springen! Guck mal, wie viele Wege gibt es denn hier, bitteschön? Alter, was wurde denn da verpackt? Guck jetzt hier. Der Code lautet Penis... Ah, guck mal, die Combination, ich sehe schon. Bro, ach Bo... Es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss der Fedra einen Tipp über unsere kleine Ration-Operation gegeben haben. Ich wette, es war Jiao, die Ratte. Jiao, niau. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Die Kombination ist 689. Triff mich in unserem anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Pass auf dich auf, Mai. Mai, die Rimmel. 689. Kann ich mir sogar jetzt merken, ohne wieder auf die Karte zu schauen. Komm runter. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Einmal kommt da einer, Alter. Arschloch. Ich schwöre auf mich. Was meint ihr, wie viel dieser Dinger wert ist? Guck mal, ey, die hat Fuß aus Eisen. Guck mal, ich berühre das nur. Dreck kaputt. Ich berühre das nur. Boah, diese Frau ist anders, ne? Guck mal, die rennt einfach irgendwo gegen. Und direkt alles kaputt. Guck mal. Bam, 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 bam. Die Frau ist anders, ich sag's euch. Die ist anders. Okay. White Dragon. Oh, hier haben wir auch schon mal ein bisschen was liegen. Perfekt. Nehmen wir mal alles mit. Zack, zack, zack. Zap, zararab. Ja, super. Wie kommen wir jetzt hier raus? Boah, ich erschrecke mich die ganze Zeit von diesem Scheißgeräusch, ey. Oh, lol. Oh, ja.
Ey, die habe ich fast übersehen, ne? Ich schwöre, ich habe die fast übersehen. Sehr schön. Boah, das wäre Fail des Jahres gewesen, ne? Wirklich. Ich dachte, die Statue bewegt sich gerade. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ah, hier, gegen deinen Kopf. Ah, ah. Ja, die krabbelt noch, Alter, rein. Oha, Digga. Dann dürfen wir nicht hinhauen, sonst ist das Video... Ganz schönes Chaos angerichtet. Ja, woher kamen die auf einmal gespawnt, Alter? Seid mir ehrlich, die waren doch gerade nicht hier. Please open the door. Eigentlich war das verschlossen, aber die reißt einfach das Schloss auf. Für die kein Problem. So, jetzt gehen wir erstmal 619. Zack. The combination was 689. Warte mal. 6, 6, 8, 9. 6, 8, 9. Also müsste jetzt 9, 6 hier sein. 6, 8, 9, 6. Und dann nochmal 8, 9. Jawohl, Uwe, da bin ich. Okay, da haben wir ein paar Sachen. Munition. Urban Variable. Oha! Auf einmal lernt die jetzt noch Kampftraining alles. Stadtkrieger-Nahkampftraining für Zivilisten. Ja, super. Lernt ihr auf einmal neue Fähigkeiten mit diesem Jackie Chan. Bruce Lee. 171. Oha, okay. Können wir noch hier was verbessern? 171, okay. Was können wir machen? Impuls. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb eines kurzen Zeitfensters dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Schläge sind Nahkampf, okay. Medige Kits. Messer anfertigen. Fertige zwei Messer, mit denen du bei den meisten Gegnern lautlose Kills durchführen kannst. Problem, bei der noch fast gar nichts geholt. Lauschmodus, Klarheit. Gegner werden deutlicher angezeigt. Das ist wichtig. Also der Lauschmodus ist schon sehr, sehr wichtig. Atem anhalten. Drücke beim Zielen. Atem anhalten muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich würde sagen, mach einfach mal das hier, was wir gerade neu bekommen haben. Impuls. Fertige effektivere Medikits an. Erhöht Stabilität, ja, das ist auch gut. Ja. Das ist auch sehr, sehr gut. Ja, mehr geht leider, glaube ich, nicht. Doch, Messer anfertigen. Hol mal einfach das, dann haben wir alles verbraucht. Perfekt. So, jetzt können wir auch hier dieses Messer anfertigen. Mit dem können wir dann die Gegner ganz easy holen und so. Perfekt. So, hier haben wir jetzt alles abgesucht. Hier waren wir auch drin. Und jetzt geht's hier weiter. Gleich höre ich wieder. Alter, das sieht ja aus wie so ein chinesisches Viertel, ne? Asiatisches Viertel. Hier ist nix. Aber hier waren wir nicht mit Ellie, oder? Märtyrer Tor. Der Stillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Okay. Open the door. Wow. Was zur Hölle ist das denn hier? Ich schwöre, das ist richtig gruselig, ne? Seid mal ehrlich. Meine Prophetin, bitte gewähre mir, könntest du. Vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte, aber ich muss dich bitten, segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Ne? Warum teilt ihr euch nicht einfach alles? Dem einen gehört das, dem anderen gehört das und alles ist gut. Da liegen ja noch voll die Zettelstücke und so. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross, schnell und stark, einem neuen Sattel und einen Zaumzug. Sie ist keine gute Fee. Nee, ich wünsch dir was. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel, meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeiten zu schenken, damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe schon zwei Wolves in deinem Namen befreit.
und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lasse mich lang genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst. Scheiße, hört sich an wie so eine Sekte, Alter, ne? So richtig wie eine Sekte. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier oben weiter, ne? Lass uns vorher aber nochmal hier gucken, ob hier irgendwas liegt. Ich meine, vorher hätte die Schrotflinte übersehen, das wäre ein bisschen ein Minus gewesen. Aber die haben wir noch zum Glück gefunden, die Schrotflinte. So, gehen wir mal hier hoch noch. Vielleicht haben wir noch hier was. Oh. Pump-Munition voll. Ah, nee, hier geht noch zwei Schüsse. Komm, tauschen wir das mal jetzt hier aus. Das ist noch, das hat nur noch zwei, das ist halt komplett voll repariert. Ja, stark gesprungen. Die Sonne geht unter. When the sun goes down. Kennt ihr das Lied? Warum sollen wir jetzt hier rüberspringen? Liegt hier irgendwo was versteckt? Ah, nee, das ist ein Bereich, wo wir, glaube ich, sonst nicht reingekommen wären, ne? Es gibt hier so viele verdammte Wege, das ist unglaublich. Egal, wir gucken einfach mal hier. Guck mal, hier hat das früher noch piep, 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 piep gemacht. Jetzt ist aber piep, piep kaputt. Hat sich ausgepiept. Ah, wir konnten auch vorhin hier hin. Und ich war nicht hier gewesen, ich habe es nicht gesehen. Okay. Gut, dass wir jetzt doch nochmal hingegangen sind. Der hat einen Roman geschrieben, ey. Sam, danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Scar-Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht, warum sie ihre Leute nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing dann mit dem üblichen Scar-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist, aber ich sag dir... Ich sag dir was. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Versteh mich nicht falsch, ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind, aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einen sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause, sei vorsichtig, Sally. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Junge, 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 hart. Ja. Ah, okay, perfekt. Jetzt können wir quasi zwei Waffen tragen. Also, dass wir die direkt wechseln können, ohne da so lange zu warten. So, was haben wir hier noch schön? Pumpgun-Muni ist voll. Ich würde sagen, wir ballern mal ein bisschen mit der Pumpgun. Und die andere Waffe haben wir auch noch. Da gibt es so viele Wege, Alter. Richtiges Labyrinth. Rohrzange. Ne, brauchen wir aber nicht. Jetzt sind wir wieder hier drüben. Okay, jetzt können wir, glaube ich, auch weitergehen. Ja, wichtig ist immer auch schön gucken, looten und sowas. Auch wenn wir am Ende jetzt 30 Stunden für das Spiel brauchen und nicht 25, ist umso besser. Je länger wir was von dem Spiel haben, umso besser, Freunde. Okay, hier haben wir nichts, also geht es dann nur noch diesen rechten Weg da weiter. Oder wir gehen jetzt einfach hier runter. Gucken wir mal, wo uns dieser Weg hier hinführt. Dann gibt es auch nichts, okay. Ne, können wir auch nicht rüber. Okay, müssen wir runter. Peter, komm runter, du Büscher, ey. Komm mal runter, ey. Saluten. Genau da ist so eine Lücke für sie. Alles klar. Als ob jemand schon wusste, dass wir hier kommen. Das sieht aber schon krass aus hier mit dem Sonnenuntergang. Oh oh. That's not good. Oha. Aber wo kommt der Schuss? Ich sehe ihn nicht. Da ganz oben ist der. Sichert den Weg zum Märtyrertor. Oh, boah, wie viele das sind. Boah, da sind die ja schon.
Oh mein Gott. Scheiße. Woher kam der Schuss gerade her? Woher kommt der Schuss her? Kommt alle her, ich baller euch eine Pumpgun in die Fresse. Boah, die Shotgun ist schon krass. Was schreist du so? Ach, der lebt noch. Wie, der lebt noch? Ey, ey. Brauchen aber auch mal wieder ein Medikit langsam. Also, guck mal, wie viel Leben das Medikit gibt. Das ist schon krass. Und die schleichen aber gut, ne? Das können die. Muss man denen lassen. Oh mein Gott. Alter, wie hat der mich gesehen? Digga. Der ist da ganz oben. Ey, die sind schon hart, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind verrückt. Schau mir erstmal den jetzt da hinten. Komm, zeig mich. Mann, war doch ein Headshot. Nein. So viel Muni. Ey. Nein, Shotgun, Shotgun. Da war doch noch einer hier gerade, oder? Bruder. Ich schwöre, die sind geisteskrank. Geisteskrank, diese Leute. Mit ihrem komischen Gefiffe, Alter. Fifiko. Typico. Ah, du willst dich ranschleichen, du Schwanz. Ey. Auf einmal da, wo er kommt von allen Seiten. Nein, keine Muni mehr. Hilfe. Schieß. Fifiko, Alter. Richtiger Fifiko, Typico. Fifiko. Super. Jetzt ist noch der eine Typ da drüben, Alter. Am Pfeifen. Da pfeift er doch. Wie soll ich den von hier treffen, Alter? Jetzt heißt es wieder... Okay, präzise. Zwei. Jawohl, der ist tot. Oh mein Gott. Bam. Krieg das mal. Erhaben ist das Opfer, denn es wird im Licht ihres Geistes erlöst. Schütze mich. Schütze mich. Oh, die Arme, Alter. Mach mal ein schnelles Ende, komm. Alter. Boah, ganze Schädel zertrümmert, Alter. Wirklich, wie die auch noch durchgezogen hat gerade. Heilige Scheiße. War aber eine heftige Stelle. Also ich muss sagen, die sind schon stark als Team mit ihren Pfeifen und so. Die können sich gut, wie heißt das, verständigen. Das machen die schon sehr, sehr gut. Da muss man denen lassen. Aber voll unnötig, bei so einer Zeit... Wo die Menschheit sowieso schon am Ende ist, sich noch zu bekriegen, anstatt zusammenzuhalten. Ist schon sehr, sehr hart. Ich dachte, das wäre der Deutschlandadler, ne? Der deutsche Adler, okay. So sah das gut aus. Der Scharfschütze war da oben. Es muss einen Weg durch das Gebäude geben. Ja, aber lass uns erstmal hier ein bisschen gucken, was wir so haben. Weil wir haben leider nicht mehr so viel Munition. Okay. Boah, was? Wir sind schon wieder 35 Minuten am Zocken? Ey, Zeit vergeht auch mit Abby sehr schnell. Aber es macht Bock, Leute. Es macht Bock. Oder schreibt mal, ist es für euch was anderes? Fühlt es sich anders an, wenn wir jetzt Abby zocken? Fühlt euch das jetzt anders an oder findet ihr immer noch, das Feeling ist noch genauso wie vorher da? Seid ehrlich, schreibt es mal in die Kommentare und liked den Kommentar hoch. Weil ich lese nur die Top-Kommentare, Freunde. Weil unten will ich nicht lesen, weil da ist zu viel Spoiler-Gefahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier irgendwo sich noch einer versteckt? Irgendwie habe ich das Gefühl. Hier geht es nicht raus. Hätte es sein können. Ich versuche auf jeden Fall, so gut es geht, die ganzen Ecken und so abzusuchen und Lootzeug zu finden. Am besten dann natürlich ein Medikit erstmal. Aber lieber zwei. Rohrbomben sind eigentlich auch ganz gut, hilfreich. Können wir machen. Das können wir auch nochmal in Zange hier machen. Schalldämpfer. Dann haben wir auf jeden Fall einiges verbraucht. Wir können aber unser Leben heilen, würde ich sagen. Damit wir volles Leben haben. Sagen wir das noch mit ein. Hier auf dem Tisch lag, glaube ich, noch was. Der
Perfekt. So, Looten ist in dem Spiel A und O. Sonst könnte man nicht überleben. Ohne Loot ganz, ganz schwer. Genau, viele haben gefragt, wann es mit Resident Evil weitergeht. Also, meine VR-Brille ist ja kaputt. Ich muss leider auf die neue warten, aber ich habe noch eine Folge, die ich hochladen muss. Sag mir, dass die dich nicht erwischt haben. Ne, haben die ja nicht. Alter, wie viele Etagen. Geht's hier nochmal hoch, oder was? Cool, das ist aber eine ganze Etage hier. Aber irgendwas wird gleich hier noch passieren in diesem Gebäude. 100% Research-Labor. Hier war auch so ein Labor und sowas gewesen. Heftig. Aber die Story ist schon krass, ne? Also das muss ich sagen, das hat mich sehr mitgenommen, wo ich gesehen habe, dass Joel ihren Vater hier getötet hat und sie Rache nehmen wollte. Und dann dieses komische, Joel rettet Abby das Leben und wird dafür umgebracht und muss leiden und so. Das ist schon sehr hart. Aber was hätte... Ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte als Abby, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht hätte ich ihn verschont oder irgendwie ihm nur die Beine gebrochen, dass er nicht mehr gehen kann sein ganzes Leben. Aber ihn leben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Versetzt euch in die Lage. Wenn jemand meinen Vater so toten töten würde und er ist Arzt und steht kurz davor, die Welt zu retten oder einen Impfstoff herzustellen. Ganz schwer. Also ich kann Abby schon... Ach, was für ein Tipp? Boah, wisst ihr, an was mich das erinnert? Seid mal ehrlich, wenn ihr das jetzt so seht, wer Prison Break gesehen hat, Staffel 3 Sona, wo die aus Sona ausgebrochen sind und sich so einen Tunnel hier gebaut haben. Ey, stell mal vor, so ein Prison Break Spiel, Alter, mit allen Staffeln. Das wird so durch die Decke gehen, ich sag's euch. Was für ein Traum wäre das? Mit originalen Stimmen und so. Das wäre einfach nur zu krass. Meine Freundin wollte schon immer eine Kaffeemaschine, hier kann ich die nehmen. Alter, wieder schon fast bei 40 Minuten. Heilige Scheiße. So, looten wir hier nochmal ein bisschen. Pumpgun Munizioni, Alter. Ich fange schon an, mit Italiener zu reden. Munizioni, Caparoni. Gib mir die Formeloni. Sind wir schon gleich am Riesenrad? Ne, ist noch weit, weit weg. In einer weiten Welt. Also, jetzt muss ich nur noch runter zur Straße. Wisst ihr, was ich geil gefunden hätte? Ich packe das. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so hätte ich es, glaube ich, gemacht. Oder was hältet ihr von der Idee? Man hätte einfach Seattle Tag 1 zuerst Ellie, dann rüber zu Abby. Dann wieder rüber zu Ellie oder zwischendurch mal rüber. Versteht ihr, wie ich meine? Und vielleicht zeigen die dann so, dass die beiden sich gar nicht so weit entfernt waren, weil sie ja auch unterwegs war und so. Aber wir haben jetzt komplett Ellie gezockt, jetzt zocken wir wahrscheinlich komplett Abby und dann kommt das Finale. So habe ich das im Gefühl. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, das abwechselnd zu machen, damit ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Und jetzt zocken wir halt die ganze Zeit nur Abby. Da gibt es ja so viele Wege, ey. Lass uns aber erstmal hier gucken, was hier noch so liegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier irgendwo noch Loot sein muss. Was ist das hier? War klar, direkt in den Ska-Lager gerannt. Aha. Hier haben wir unsere Waffen. Hier können wir der alles machen. Safe machen wir der Pumpgun. Hier rückstoßen und so, das müssen wir alles definitiv machen, würde ich sagen. Ja? So. Fertigen wir mal ein bisschen Stabilität an. Stabilität. Okay. Dann. Was macht ihr da für Experimente, Alter? Noch sauber machen. Ja, aber ich will noch was machen. Und bevor ich es sauber machen. Hallo. Ach, ich glaube, ne, mehr geht gar nicht. Wir haben nur noch 37. Wir könnten bei der Waffe eventuell Rückstoß machen. Okay, komm, mach mal auf lieber. Machen wir einfach. Fertigen wir mal an. Zack. Perfekt. So, wir haben alles gemacht, was wir machen können. Auch noch was. Medikit sogar. Krass. Einfach hier liegt ein Medikit. Okay. Ich würde sagen, Freunde, genau bei der nächsten Folge geht es hier bei diesem Abgrund weiter. Da gehen wir nämlich runter und weiter Richtung Riesenrad.
auf der Suche nach Owen. Lasst wie immer einen Daumen nach oben, da war wieder eine sehr chillige Folge. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Feeling so mit Abby hier findet, ob es was anderes für euch ist oder ob ihr es gar nicht schlimm findet. Ich hätte, wie gesagt, es besser gefunden, es immer abwechselnd zu machen. Eine Sicht Ellie, dann wieder Abby und am Ende trefft man sich zusammen. So wäre es, glaube ich, cooler gewesen. Aber ja, vielleicht haben die Macher das auch extra so gemacht, weil gleich noch andere Dinge passieren werden. Vielleicht geht es ja auch gleich schon in der nächsten Folge wieder zurück zu Ellie. Man weiß es nicht. Aber ja, Freunde, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Morgen geht es weiter mit der nächsten Folge. Resident Evil wird natürlich auch noch kommen, Leute. Ich hoffe, meine neue VR-Brille kommt nächste Woche an. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt meinen Insta und meinen Twitch-Kanal aus. Lasst dort auch gerne ein Follow da. Ich verabschiede mich, Freunde. Haut rein. Und ciao.